So, liebe Leute, let's go mit Pokémon Schwert, ja. Wir sind in Arschlosori gelandet. Unsere Aufgabe ist jetzt als Champ, die Gala-Region würdig zu vertreten. Und ja, das machen wir jetzt. Auf geht's. Oh, es klingelt. Professor Magnolika. Du hast es geschafft. Du bist der neue Champ. Herzlichen Glückwunsch. Und hier ist das für dich. Der Feier deines Titels. Oh, ein Meisterball. Cool. Aber Professor Magnolika, es wird noch nicht für Höchster herkommen müssen. Kämpfer hat so viel für uns vollbracht. Das ist das Mindeste, was ich tun kann. Die Wundsteine, die das Dynamax-Phänomen verursachen, sind Teile von Enginalos. Als Enginalos erwachte, wurde also die Region mit der Energie durchströmt, die für Dynamax nötig ist. Hätte niemand eingegriffen, wäre Gala einer der Horde ungezügelter Dynamax-Pokémon zum Opfer gefallen. Aber Kefo und die anderen haben uns alle gerettet. Nun ja, das Dynamax-Phänomen ist schon seit langem ein fester Bestandteil der Kultur Galas. Ich wünsche mir, dass die Kraft in Zukunft nicht mehr missbraucht wird. Also dann, Kef, lebe dein Leben, wie du es für richtig hältst. Professor Magnolika hat sich so intensiv mit dem Dynamax-Phänomen beschäftigt. Kein Wunder, dass sie sich solche Gedanken um die Tat des Ligapräsidenten macht. Jo, gut. Wir dürfen jetzt die Gala-Region erkunden. Es gibt allerdings als Champ noch ein bisschen was zu tun. Also so ganz alleine sind wir nicht. Als erstes machen wir uns auf... Genau, machen wir uns auf hier zu Hopp. Dort erwartet uns noch etwas. Das heißt, ich werde gleich eine Entscheidung treffen. Und zwar befindet sich, wenn ihr Champ seid, hier ein Pokéball in seinem Zimmer. Da liegt ein Pokéball, ein Pokémon. Du liest ja den beigelegten Brief durch. Ja, Kev, dieses Glumanda ist etwas ganz Besonderes. Ich will, dass du sein neuer Trainer wirst. Lass uns bald wieder nach Herzenslust kämpfen. Viele Grüße, Delia. Genau, es ist ein Glumanda, ein spezielles Glumanda, das ihr dann, wenn es zu Glurak entwickelt ist, auch Dynamaxen könnt. Ähnlich wie das vom guten Delin selber. So, Glumanda ist mit dem Feuer, klar. Und ich gucke es mir mal gerade an. Ach, ich wollte gar nicht den Teambericht sehen, ich wollte Glumanda sehen. So, Bericht von Glumanda. Und dieses Pokémon ist männlich, deswegen würde es definitiv in unser Team kommen. Ich nehme mein Dottolato raus und setze Glumanda in unser Team. Glumanda wird dann Team Pokémon mit Dottolato an eine PC-Box geschickt. Ja, ich möchte nämlich gerne ein männliches Glumanda haben und gehe so zu Pokémon Schwert. Nehmen wir es tatsächlich diesmal... Pokémon Schild nehme ich das Glumanda diesmal in unser Team. Wir bringen ihm auf jeden Fall erstmal schon Feuerzahnball. Dann den guten Steinhagel. Durchbruch. Für Kratzer. Am Anfang würde es eh noch keine Relevanz haben. Weil ich es gerne. Warte mal, habe ich jetzt irgendwo noch ein Flammenbuch oder so? Nö. Okay. Aber es lernt es ja später. So, okay. Dann haben wir das erledigt. Das Glumanda eingesackt. Was haben wir als nächstes für eine Aufgabe? Okay, wir müssen Gala Region nach Herzenslust erkunden. Das ist die nächste Aufgabe. Ich guck gerade mal. Ah ja, was wir noch machen könnten. In Brassbury, das hat ja unser Pokémon Center, das gab es ja als Pokémon Center, genau. Gab es noch etwas, was uns jedes Mal gesagt wurde. Und zwar ein seltenes Pokémon, das zu finden ist. Der Zug der Rüstungsinsel ist eingefahren. Wir bitten alle Fahrgäste, die Besitzer eines Rüstungspasses sind, jetzt einzusteigen.
Genau, und dieser Charakter, der da ist mit den rosa Haaren, das ist das Gegenstück zu dem Kollegen aus Pokémon Schild. Ich komme jetzt gerade nicht auf ihren Namen, auf jeden Fall ist sie Teil des DLCs, das ich allerdings auf dieser Edition nicht habe. Ich habe es nur auf Pokémon Schild, da habt ihr es ja schon gesehen. Deswegen werden wir das Ganze nicht nochmal neu machen. Könnt ihr, seht mir hoffentlich ein bisschen nach, dass ich das nicht nochmal mache. Aber wie gesagt, der zweite Teil wird auf jeden Fall noch kommen. Wann, weiß ich allerdings noch nicht. So. Könnte ich bitte einen Blick auf Ihren Rüstungspass werfen? Aber natürlich, hier ist er. Vielen Dank, einen Moment bitte. Ein Fleckmon. Ein ganz spezielles Fleckmon, liebe Leute. Oh, ein Fleckmon. Ja, ich dann wieder ein blinder Passagier von der Rüstungsinsel hergefunden. So, dann wollen wir das Pokémon mal versuchen zu fangen. Fleck. Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Wenn Fleckmon den Weg blockiert, bekomme ich Ärger mit den Fahrgästen. Es ist eigentlich zu schwer, um es einfach wegzuschieben. Würdest du es vielleicht für uns fangen? Fleck. Möchtest du gegen Fleckmon kämpfen und fangen? Jo, möchte ich. Kriegt er übrigens nur hier, wenn ihr das DLC nicht habt. Das Problem ist einfach, das Pokémon vom Level her ein bisschen zu hoch. So will man da vor allen Dingen. Gut, Level 12 ist es. Gehe ich sogar hin im Kampf? Ich versuche mal einen Durchbruch. Gähner. Ja, okay. Ich versuche mal, ob ich fangen kann. Stimmt nicht was. Dann gehen wir mal auf den Hyperball. Jo, und dann wurde mal gefangen. Fangen wir mit uns. Auf Wiedersehen. So, damit haben wir das auch geschafft. Level 8 für Glumanda. Wollen wir mich doch aufrücken? Nein. Ich werde jetzt auch Screen noch trainieren. Nach der Folge. Vielen Dank, dass du dafür gesagt hast, dass man hier wieder ohne Probleme durchkommt. Boah, wie toll. Wenn man eben gefangen ist, war ich total cool. Entschuldigen Sie die Verzögerung. An dem Rüstungspass ist nicht auszusetzen. Bitte steigen Sie ein. Der Zug zur Rüstungsinsel fährt kürzer ab. Beachten Sie, dass Sie unterwegs mindestens einmal umsteigen müssen. Ja, alles klar. Ich mache mich dann mal auf der Rüstungsinsel, um ein paar seltene Pokémon zu fangen und etwas zu trainieren. Vielleicht sieht man sich ja bald wieder. Tschüssi. So, dann haben wir das auch erledigt. Das, was ich eigentlich schon ein bisschen gemacht habe. Ich mache jetzt ein bisschen nebenbei Dinge, die ich jetzt vorher noch nicht gemacht habe. So, wie gesagt, dieses Fleckmon ist eingesackt. So, was haben wir noch als nächstes zu tun? Habe ich irgendwo ein Ziel auf der Karte vor allen Dingen? Scheinbar gerade nicht, ne? Ich müsste jetzt nachgucken, was ich als nächstes machen muss. Es gab irgendwas, ich weiß nicht, wodurch es ausgelöst wird. So. Spikeford wollte ich jetzt nicht. Furlingham. Gut, dann fahren wir mal zum Pokémon-Labor. Die Pokémon, die wir ja hier gefunden haben, beziehungsweise hier gesehen haben, die haben ja fast alle, oder haben alle schon. Auch dieses Micro gehört mittlerweile und habe ich auf jeden Fall eine Abschlussregel, wenn wir nicht sehen, jetzt erst in der nächsten Folge. Also ich mache so ein paar Dinge noch nebenbei erledigen. Wir schauen aber erstmal bei Zania vorbei. Jetzt kann ich zu Hause. In der Naturzone tummeln sich viele Trainer und Pokémon aller Art.
Es ist auch nicht auszuschließen, dass man Dynamax-Pokémon betrifft. Vertraue deinem Pokémon, hab keine Angst, sich neuen Herausforderungen zu stellen. Oh Gott, ich habe eine Stimme verwendet bei dir. So, okay. Okay, jetzt geht's weiter los. Gut, mal gucken, was wir eigentlich so als nächstes machen können. Krieg ich kein Ziel gerade? Moment. Ich muss das jetzt nicht nachlesen, wenn ich ehrlich bin. Das ist mir gerade ein bisschen unschlüssig. Ja, es gibt auf jeden Fall noch einige Dinge zu tun. Das ist mir schon klar. Und zwar werde ich nach und nach jetzt ein paar einige Dinge abarbeiten hier. Dann fliegen wir als erstes mal nach Engine City. Und zwar gibt es... So, gibt es noch etwas zu sehen? Moment. Ich hoffe, dass ich zumindest richtig bin. Denn ihr könnt in Engine City noch etwas bekommen. Ich hoffe, ich habe es alles gemacht. Hier oben steht nämlich der gute Balduin. Hey, Champ. Endlich sieht man sich wieder. Durch ein gutes Verhältnis zum Schirm steigen bestimmt meine Chancen, ein offizielles Bad Costume zu werden. Dein Erfolg verdankst du ja zuletzt auch meine tatkräftige Unterstützung. Und damit du nicht so schnell mich vergisst, erreiche ich dir ein kleines Andenken. Eine super seltene Liga-Karte. Ein Exemplar, das so selten ist, dass es seinem Freund in die Augen treibt. Ja, sie ist vielleicht leicht, aber das passiert halt, wenn es sie einfach alle in die Finger bekommen wollen. Auf den ersten Blick sieht sie vielleicht normal aus, aber diese Liga-Karte hat seltener als Wert. Genau, wir haben die Liga-Karte von Balduin. Wenn ihr alle Bälle abgenommen habt, dann kriegt ihr die. So, dann geht es als nächstes in die Galamine 1. Die bekommt ihr, warte mal, die Galamine 1, Route 3. Wie gesagt, ich mache jetzt gerade ein paar Champ-Dinge. Was soll ich machen müssen? Ich habe hier so eine Checkliste, wo ich alles ein bisschen abarbeiten kann. Warte mal, ich mache das jetzt anders. Ich setze Glumanda ein bisschen nach hinten, weil ich ja jetzt noch nicht trainieren. Das mache ich wieder ein bisschen ausgehen. Ich bin auch ausgehen. Ich weiß auch nicht, wie weit ich dazu komme. Bis zur nächsten Folge. So. Und zwar müssen wir mal gucken, wo wir jetzt lang müssen. Ich weiß noch nicht genau wo. Denn irgendwo trefft ihr... hier auf die gute Olivia. Aber die Frage ist, auf... Ich habe die Gänge ja alle... Ich habe die Gänge ja alle erobert. Erkundet. Ich müsste eigentlich alles... Ich weiß, dass ich hier alle Items habe. Das ist mir schon klar. Warte mal. Was ist denn die? Hier. Ach, hallo, Champ. Ich hätte gedacht, dass wir uns einmal in der Mine begegnen würden. Ich vertrete die Wurstin bei seiner gemeinnützigen Arbeit. Rose hat ja früher selbst in einer Mine gearbeitet, musst du wissen. Dieser freut mich, ungemein, gleiche Art von Arbeit verrichten zu dürfen, ja. Ich bin so überglücklich, dass ich dir diese Liga-Karte schenken möchte.
Keine Sorge, nur ich habe jetzt noch gut 100 Exemplare von Rose Liga-Karte. Und alle sind hart auf den Hand zu gehen. Genau. Tja, ich bin sehr dankbar dafür, dass du Emily alles aufgehalten hast. Und ich weiß, dass du auch Rose ähnlich empfindest. Das spüre ich. Du musst wissen, es ist im Grunde einfach nur eine bessere Zukunft, für die unsere Regierung wollte. Genau, dann haben wir das auch erledigt. Dann ist als nächstes... Oh Gott, ich glaube, das machen wir in der nächsten Folge, was, ne? Ja, doch. Ja. Ich möchte aber gerne dieses Waggon hier noch mitnehmen. Weil ich glaube, das habe ich noch nicht im Sack. Nein, habe ich nicht. Dann hole ich mir das hier kurz noch schnell. So, gefunden. Der Mann da ist ja bei Level 60, ist bald Glutexo. So, der nächste Angriff Waggon. Ich glaube, Monte Carlo, die Weiterentwicklung haben wir. Hier haben wir damals ja Bettis erstmal getroffen. In der Story. Ich glaube, das war Folge 4 oder 5. Also ziemlich am Anfang, sorry. Oder 6, ich weiß es nicht. Dann haben wir als nächstes die Reise nach Kirken vor uns. Und was uns hier erwartet, das erfahren wir in der nächsten Folge bei Let's Play Pokémon Schwert. Halt, ich möchte gerne mein Team noch heilen. So. Also wir sagen nochmal, wir werden einige Dinge noch tun müssen hier. So nach und nach. Und dann schauen wir mal. Wir sehen uns wieder auf jeden Fall bei Let's Play Pokémon Schwert in der nächsten Folge. Und dann werden wir hier in Kilton ein bisschen ausliefern. Bis dahin. Tschüss.